An der Cusanus Hochschule finde ich vor allem gut, dass sie den Anspruch hat, Ökonomie neu zu erfinden. Das ist auch dringend notwendig. Ich selber bin diplomierter und promovierter Ökonom, habilitierter Politikwissenschaftler und habe bei der vorherrschenden Mainstream-Ökonomik das Gefühl, dass sie die Realität nicht mehr in angemessener Weise abbildet. Im Gegenteil, dass sogar viele Postulate in der neoklassischen Ökonomik gepflegt werden, die weder der Wirklichkeit entsprechen, noch uns dabei helfen, die aktuellen Probleme zu bearbeiten. Der Homo economicus, die Rational Choice Theorie und vieles andere mehr. Und dass die Cusanus Hochschule den Ehrgeiz hat, Ökonomie im Sinne von Wiedereinbettung in die Gesellschaft und in die Natur, würde ich sagen, zu leisten. Das finde ich einen sehr guten Anspruch, einen sehr hohen Anspruch. Und deswegen bin ich gerne dazugestoßen. Ich habe mich entschieden, diese Position hier an der Cusanus Hochschule einzunehmen, als Präsident und auch als Professor für Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung, weil ich glaube, dass dieses Experiment es verdient hat, auf eine solide und breitere Basis gestellt zu werden, weil wir tatsächlich eine Neuerung brauchen im Bereich der Ökonomie, aber auch die Verbindung von Ökonomie und Philosophie finde ich sehr essentiell. Ich glaube, die große Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Wiedereinbettung der Ökonomie in gesellschaftliche Bezüge und in Naturzusammenhänge. Und daraus ergeben sich dann die Fragestellungen, also beispielsweise, wie wir eine nachhaltige Wirtschaft hinbekommen, wo wir nicht auf Kosten nachfolgender Generationen oder auf Kosten von Menschen in anderen Teilen der Welt leben oder auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist ein großer Strang, den ich sehe. Das zweite ist natürlich die Frage der Teilhabe und der Gerechtigkeit. Wie können wir es schaffen, dass Teilhabe möglich wird für möglichst viele Menschen. Dann sehe ich ganz stark diesen Befähigungsansatz, ja, wie man im Englischen sagt, Empowerment, dass man Leute dazu befähigt, ihre eigenen Dinge in die Hand zu nehmen. Man könnte auch sagen, dass man ihnen hilft, gute Gesellschaftsgestalter zu werden. Das halte ich für essentiell. Und im Weltmaßstab ist natürlich die große Frage, wie wir diese klaffende Ungleichheit zwischen Nord und Süd, wie wir die überwinden können, ohne dabei die Grenzen des Planeten zu überschreiten. Dazu kann natürlich so eine innovative Einrichtung wie die Cusanus Hochschule einen wichtigen Beitrag leisten, auf jeden Fall, als Impulsgeber, als Multiplikator und als Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die ja auch später dann Verantwortung tragen in der Gesellschaft, egal an welcher Stelle, ob es in Unternehmen ist, ob es in politischen Parteien ist, ob es in Organisationen ist, ob es in Nichtregierungsorganisationen ist. Also insofern glaube ich, dass die Cusanus Hochschule einen Beitrag leisten kann und man sollte nie sagen, ja, wir sind zu klein, um einen Impact zu haben. Das ist völlig falsch. Ganz im Gegenteil. Innovative Sachen gedeihen zunächst mal in der Nische, aber aus dieser Nische herauszukommen und dann eben auch in die Breite wirken zu können, dazu möchte ich gerne beitragen. Ist schwierig, aber pathetisch gesprochen, durchaus würde ich sagen, dass die Menschen lernen, wieder im Einklang mit der Natur zu leben und dass wir es dennoch schaffen, obwohl wir unseren stofflichen und energetischen Grundumsatz deutlich reduzieren müssen, viele zivilisatorische Errungenschaften, die uns lieb und teuer sind, wahren können, wie Autonomie, Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das ist für mich wichtig. Ich denke auch, wir müssen lernen, nicht mehr auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben. Wir wissen ja noch nicht genau, was die zukünftigen Generationen wollen, aber was wir wissen können, ist, dass sie auf jeden Fall so leben wollen, dass ihre natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Also das ist für mich ein ganz starker Punkt in meiner Utopie, wenn man so will, dass wir es lernen, eben fair mit zukünftigen Generationen, mit Menschen in anderen Teilen der Welt und auch mit der nichtmenschlichen Kreatur umzugehen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und dass Gemeinschaft und Individualität in einem guten Verhältnis stehen. Also Individualität ist eine gute Sache, Selbstbestimmung, Autonomie ist ein hoher Wert, aber das schließt auch die Einsicht ein, auf bestimmte Dinge zu verzichten, die falsch sind, weil sie nicht verallgemeinerungsfähig sind. Grundsätzlich bin ich eigentlich für so einen generellen neuen kategorischen Imperativ, dass man sagt, lebe so, dass dann, wenn alle so leben würden wie du, dass dann dennoch der Planet bewahrt bleibt.